Und Widerruf, das Filmfestival von Cannes, die 67. Ausgabe, mit Weltstars, Filmperlen und Autorenkino. 18 Beiträge zählt der Hauptwettbewerb. Viele alte Bekannte sind dabei, von Ken Loach über Mike Leigh bis zu Jean-Luc Godard. Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Filmtreffens, ist zufrieden mit der Auswahl. Cannes ist immer noch das wichtigste Filmfestival der Welt, aus vielerlei Gründen. Und weder Toronto noch Berlin können da mithalten. Aber das bedeutet nicht, dass wir für immer das größte Festival der Welt bleiben werden. Wir müssen an die Zukunft denken. Und ich freue mich, denn für die Zukunft zeichnen sich viele Möglichkeiten ab. Eröffnet wird der Filmreigen außer Konkurrenz mit einem fürstlichen Leinwandspektakel Grace of Monaco mit Nicole Kidman. Das Drama von Olivier Dahan erzählt vom schwierigen Weg der Schauspielerin Grace Kelly zur Fürstin Grazia Patrizia und sorgte schon im Vorfeld für Zwist. Die echte Fürstenfamilie war nicht begeistert von der filmischen Darstellung und kündete an, sie werde aus Protest nicht an der Premiere teilnehmen. Umso gespannter schaut nun der Rest der Welt auf den umstrittenen Eröffnungsfilm. Zu den diesjährigen Anwärtern auf die Goldene Palme gehört auch Atom Egoyan. Bereits eine 6. Wettbewerbsteilnahme. Der Kanadier mit armenischen Wurzeln ist ein gern gesehener Gast in Cannes. Beim Thriller The Captive erzählt die verstörende Geschichte einer Entführung. Ryan Reynolds und Mireille Inos spielen das Elternpaar, das mit dem mysteriösen Verschwinden der Tochter konfrontiert wird. Auch 8 Jahre später will der Vater nicht an den Tod der Tochter glauben. Auch der Western The Homesman von und mit Tommy Lee Jones läuft im Wettbewerb. An seiner Seite glänzen Hilary Swank, Hayley Steinfeld, William Fichtner und Meryl Streep. Der Streifen handelt von 3 Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, die aus dem wilden Westen zur Heilung an die Ostküste zurückgebracht werden sollen. Konkurrenz bekommt Tommy Lee Jones unter anderem vom türkischen Regisseur Nuri Bilge Ceylan, den Kanadiern David Cronenberg und Xavier Dolan und dem Franzosen Michel Hazanavicius. Auch eine Frau hat es diesmal in die exklusive Wettbewerbsrunde geschafft, die Italienerin Alice Rohrwacher. Die Jury steht unter dem Vorsitz von Jane Campion, der bislang ersten und einzigen Frau, die je die Goldene Palme gewonnen hat. Das Festival an der Côte d'Azur geht bis zum 25. Mai. You're gonna meet freighters who will surely rape you. And you're gonna meet Indians who'll kill you. What do they want? Whatever we got.